Ebene 9, oh, dann sind wir ja schon hier. Dies ist die oberste Ebene. Wer da? Wer wagt es, meinen Luftraum zu durchqueren? Diese Stimme, könnte das Rayquaza sein? In der Tat, das bin ich. Der Himmel ist mein Reich. Verschwindet von hier, sofort. Aber wir haben keine Zeit für Diskussionen. Wir sind hier, weil wir deine Hilfe brauchen. Niemals. Ich bin ein Wesen des Himmels. Ihr dagegen seid nur Erdenkriecher. Jedem ist seine eigene Welt gegeben. In 100 Millionen Jahren habe ich niemals einen Erdboden berührt. Und umgekehrt soll es genauso sein. Keine Gnaden denen, die sich den Naturgesetzen nicht beugen. Dies ist euer Ende. So, da haben wir unseren finalen Bosskampf. So, was habe ich an Attackenpunkten noch übrig? Den machst du jetzt bitte mal aus und den machst du bitte auch mal aus. Und den auch, so lange bis der Eisstrahl alle ist. Sind meine Attacken wenigstens effektiv. Wir haben ihn eingefroren. So. Du bleibst bitte mal auf Distanz. Lange eingefroren ist, können wir. Moment mal. Das bringt anscheinend nichts, wenn ich hier sage, dass ihr auf Distanz bleiben soll. Dann müssen wir halt erstmal wieder das hier machen. Oh, jetzt habe ich ihn paralysiert. Ich will Rückkehr halt nicht so schnell verlieren. Hier. Und wir haben es geschafft. Das ohne Belebersamen. Was? Ein Erdbeben? Es ist doch einfach unmöglich. Wir sind doch schließlich in den Wolken. Es sind Schockwellen. Und sie sind gigantisch. Ha, jetzt verstehe ich. Sieh nach oben, Rayquaza. Was ist das? Ein Stern. Ein riesiger fallender Stern. Wenn er auf seiner Flugbahn bleibt, wird er die Welt zerstören. Und deshalb sind wir hier, Rayquaza. Bitte zerstöre den fallenden Stern. Deswegen also. Ja, bitte beeil dich und zerstöre ihn. Bevor ich das tue, muss ich wissen, wie entschlossen ihr seid. Der Stern ist bereits zu nahe. Wenn ich meinen Hyperstrahl entfessle, hier und jetzt, werdet auch ihr nicht davon verschont werden. Und wir wussten von Anfang an und haben es von Anfang an in Kauf genommen. Wohl gesprochen. Blick den Schicksal ins Auge. Ist das ein Traum? Nein, das ist kein Traum. Ich weiß. Der Stern explodierte und riss mich fort. Jetzt wandle ich als Geist zwischen den Welten. Was wird nun passieren? Dieser Schatten. Gengar. Kilian. Hat nicht viel gebraucht, dich umzuhauen. Geschieht dir recht. Was soll ich jetzt mit dir machen? Ich weiß. Ich bringe dich in die Schattenwelt. Genau das mache ich. Der
Gengar schleppt mich fort. Gengar sagt, er bringt mich in die Schattenwelt. Was ist die Schattenwelt? Lässt er mich in einer Welt zurück, die mir fremd ist? Hä? Verdammt, ich habe den falschen Weg genommen. Was? Sieht mir gar nicht ähnlich. Wo geht es denn jetzt lang? Ist doch egal. Ich lass dich einfach hier liegen. So, auf Nimmerwiedersehen. Hey. Hey, hörst du mich? Mach auf. Hm? Dieser Ort. Ah. Wieder bei Bewusstsein. Oh. Ich bin mir ganz sicher. Ganz sicher, Gengar hat mich dort gerettet. Vielleicht hat Gengar auch Kilian gerettet? Irre, du lebst. Wir haben solche Sorgen gemacht. Du warst unglaublich. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Es ist schön. Danke. Euch allen danke ich, aber was ist mit dem Stern? Was ist mit ihm passiert? Habt keine Angst, der Stern, er existiert nicht mehr. Auch wenn es nicht sofort geschieht, die Katastrophen werden ihr Ende sehen. Was ist mit unserem Teampartner? Wo ist Rückkehr? Seid ruhigen Herzens, Rückkehr ist nichts geschehen. Tatsächlich, wir haben es geschafft, Kilian. Es hat geklappt. Die friedlichen Zeiten sind zurückgekehrt. Hurra, der absolute Wahnsinn. Das schreit nach Feierei. Ich gebe mit meiner Hydropumpe das Startsignal. Wow, vorsichtig, ziel mit den Dingern nicht auf mich, klar? Woanders hin, woanders hin. Nein, nein, mach nur. Du machst wohl Witze. Ich halte ihn fest, dann kann er nicht entkommen. Oh. Nicht schlecht. Meinst du das ernst? Nein, nicht! Kilian. Gardevoir. Wir verdanken dir alles, Kilian, dir und deinen Freunden. In unserer Welt herrscht wieder Frieden. Vielen Dank für alles. Und nun, Kilian, deine Aufgabe ist erfüllt. Bald musst du in deine Welt zurückkehren. Es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Es ist soweit. Die Zeit ist gekommen. Kilian, es tut mir so leid. Sag bitte allen Lebewohl. Oh, Kilian? Kilian, dein Körper, was passiert mit dir? Chrissy. Wir alle. Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Was? Was sagst du da? Hört mal alle. Ich danke euch für alles. Wie? Gehen? Was meinst du mit ich muss gehen? Meine Rolle als Pokémon ist zu Ende. Ich muss nun zurück in die Menschenwelt. Unglaublich. Zurückgehen? In die Menschenwelt? Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Wieso musst du uns verlassen? Sind wir nicht Freunde? Ja, wirst immer mein Freund sein, Chrissy. Ich werde euch nie vergessen. Geh nicht, Kilian. Ich bin glücklich, dass ich euch kennenlernen durfte. Was soll ich denn nur ohne dich machen, Kilian? Es tut mir leid. Wir
es heißt jetzt Abschied nehmen. Kilian. 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 Wieso sagen die alle meinen Namen? Ich glaube, das ist das Wort, das ich in dem LP am häufigsten vorlesen musste. Und verdammt, ich muss, glaube ich, gleich schon wieder heulen. Die Szene reißt mich immer wieder mit. Kilian, nein! Kilian, warum? Ich verstehe das nicht. Warum? Warum musstest du uns verlassen? Kilian hat mir das Leben gerettet. Aber ich habe mich nicht einmal bedankt. Einfach weg, bevor ich Danke sagen konnte. Du hast recht. Einfach so auf und davon. Warum ausgerechnet jetzt? Warum jetzt, wo gerade die Welt gerettet ist? Gerade als sich alles zum Guten gewendet hat. So sollte es geschehen. Unsere Welt, sie wurde von Kilian gerettet. Ich sehe zurück. Ich sehe, als Kilian sich gen Himmel erhob, schien es, als strahle es Schicksalsergebenheit aus. Die Bereitschaft, das, was kommen würde, zu akzeptieren. Ich denke, Kilian wurde zu einem Pokémon, um uns zu retten. Und als der Stern zerstört wurde, wusste Kilian, dass die Zeit gekommen war, uns zu verlassen. Warum hat Kilian mir das nicht eher gesagt? Wenn Kilian wusste, dass es so kommen würde, warum hat Kilian mir da nichts gesagt? Diese Worte konnten nicht gesprochen werden. Dein Herz ist nun gebrochen und Kilian fühlt den gleichen Abschiedsschmerz wie du. Versuche das zu verstehen, Chrissy. Kilian. Was ist das? Ich schwebe Richtung Himmel. Bin ich jetzt ein Geist? Wo ich wohl hinkomme? Stimmen. Ich höre Stimmen. Dein Freund ist furchtbar unglücklich. Ein wahrer Freund. Ein Freund fürs Leben. Du merkst es erst jetzt. Wenn du es dir wünschst, von ganzem Herzen wünschst. Seht ihr euch vielleicht wieder? Stuff Credits. Und verdammt, ich weine jetzt. Mystery Dungeon, du hast es mal wieder geschafft. Aber irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich dich durchspiele, ohne am Schluss zu weinen. Wobei, Moment, nee, das wird nie passieren. Dieses Spiel gewinnt in dieser Hinsicht immer. Ich hasse dieses Ende. Jedes Mal bringt's mich zum Heulen. Dass es draußen gerade so glühend heiß ist, ist bei der Situation auch nicht wirklich förderlich. Aber hey, wir haben Pokémon Mystery Dungeon Team Blau damit mehr oder weniger durchgespielt. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich an dieser Stelle weitermachen soll, denn ich kann gleich mal sagen, es gibt da noch so eine Story nach der Hauptstory. Die ist aber, ich sag mal so, die ist noch wesentlich länger als die Hauptstory selbst und vor allem kackschwer, um es mal so zu sagen, wie ich es empfinde. Ich will da mal ehrlich sein, ich habe es noch nie komplett durchgeschafft. Es gibt da später noch so ein paar Dungeons, die haben 99 Ebenen, insgesamt 4 Stück in diesem Spiel. Von denen habe ich bisher nur die 2 einfachen geschafft. Und das auch nur mit sehr, sehr guter Vorbereitung und einem gut trainierten Team.
die letzten zwei Dungeons, na gut, auf die kann man sich sowieso nicht wirklich vorbereiten. Das sind so... so richtige Arschloch-Dungeons, kann man da eigentlich sagen. Ich würde es daher an dieser Stelle vorziehen, das LP zu beenden. Aber mit Mystery Dungeon sind wir damit aber noch nicht ganz durch. Ich kann gleich mal sagen, ich habe hier noch eine ROM von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel rumliegen und die packe ich als nächstes an. Und jetzt geht's erstmal weiter hier. Weil ganz fertig sind wir ja doch noch nicht. Ich will nicht weg von hier. Ich möchte noch bleiben. Bei meinem wundervollen, einzigartigen Freund. Ende. Hier endet die Geschichte von Kilian und Chrissy. Aber nicht für Team TGI. Es stehen noch so viele Rettungsaufträge aus. Ein neues Abenteuer beginnt. Die legendären Pokémon stehen kurz davor, in Erscheinung zu treten. Geh nicht weg. Ich will aber nicht weiterspielen. Das ist so schwer ab hier. Das habe ich noch nie mal privat geschafft. Ja gut. Meine abschließenden Worte zu diesem LP habe ich ja mehr oder weniger schon gesagt. Mystery Dungeon, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Wobei ich sagen muss, dass ich Team Himmel noch ein bisschen schöner, also allgemein den zweiten Mystery Dungeon Teil ein bisschen schöner finde als den ersten. Und deswegen will ich auch gleich mit Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel dann weitermachen. Sobald dieses Projekt ja vorbei ist, also jetzt. Für mich ist es noch lange nicht vorbei, weil ich muss das ganze Zeug jetzt noch hochladen. Ich habe das Spiel jetzt mehr oder weniger fast am Stück durchgespielt. Ich meine, wann habe ich jetzt angefangen damit? Ich glaube, ich habe vor einer Woche angefangen, das Ding aufzunehmen und nur zwischen der letzten und der vorletzten Aufnahme hatte ich, glaube ich, da circa 3 Tage Pause. Das heißt, ich kann sie gleich mal sagen, im Moment haben wir Montag, den 6. Juli 2015, 18.04 Uhr. Das bedeutet, es ist vor 3 Tagen die erste Pokémon Mystery Dungeon Team Blau-Folge für mich gerade erst online gegangen. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern, bis dieses Projekt für mich endgültig abgehakt ist. Mit Aufnehmen ist es abgehakt, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, ich beende es hier an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann für euch nächste Woche oder wie auch immer, wie viele Folgen das auch immer jetzt sein mögen. Habt ihr gemerkt, dass die in letzter Zeit immer jede Woche 2 kommen, seitdem Pokémon Feuerrot vorbei ist. Und ja, je nachdem, ob heute ein Samstag oder ein Sonntag ist, seht ihr die erste Folge von Mystery Dungeon Team Himmel wahlweise morgen oder in 6 Tagen. Auf jeden Fall freue ich mich auf das nächste Spiel. Ich muss mich jetzt erstmal ausheulen. Und dann, ich glaube, ich fange erst morgen mit Mystery Dungeon Himmel an, weil ich bin gerade ein bisschen zu viel Gefühlschaos und bla und das Spiel nimmt mich immer mit. Also wie gesagt, ich geh mich jetzt ausheulen, ich beende die Aufnahme und ich beende damit auch dieses LP. Vielleicht schauen wir nach Mystery Dungeon Himmel hier nochmal rein, wenn ihr es euch ganz fest wünscht.
dann werde ich es hier an dieser Stelle vielleicht mal weiterspielen. Zumindest so weit, wie ich komme, ohne zur Verzweiflung getrieben zu werden von diesem Spiel. Ich sage tschüss, bis Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Macht's gut, macht nicht zu viel Blödsinn. Und ihr dürft euch jetzt auch ausheulen, wenn es euch genauso mitgerissen hat wie mich.